Hallo meine Lieben, ich habe heute für euch meine Neuzugänge aus September letzten Jahres, wo ich wieder mit euch zusammen durchgehen möchte. Letztes Jahr sind bei mir 13 neue, 12 neue Bücher, nee, 11 neue Bücher und 2 Hörbücher eingezogen. Also 13 Sachen sind letztes Jahr bei mir eingezogen. Zwei habe ich nicht mehr da. Die habe ich aber auch schon gelesen gehabt, aber die sind wieder ausgezogen. Ja. Nur gleich vorneweg. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar ist letztes Jahr bei mir ein Rezensionshörbuch eingezogen, nämlich Luis und Lena, die Zahnlücke des Grauens. Und ja, die habe ich natürlich mit meinen Kindern zusammen gehört, hat uns sehr gut gefallen. Und ja, also so richtig süß und die Aufmachung ist natürlich auch richtig süß in so Comic-Style. Und ja, also das gibt es natürlich auch als Buch. Und hinten ist natürlich noch so eine Frage. Welche der folgenden Aussagen trifft am ehesten auf dich zu? A. Feen? Gibt es nicht. B. Ich glaube, ich habe schon mal eine Fee gesehen. C. Ich sehe andauernd Feen, aber auch Zauber, Zwerge, Stinktrolle, Elfen, Hexen, Riesen und Gnome. Also, bei mir traf bis vor kurzem ganz klar A zu. Dann ist aber diese doofe Sache mit dem Zahn passiert. Seither ist es leider B. Natürlich geht es auch schlimmer, viel schlimmer. So wie bei Lena. Die ist eigentlich kurz vor C. Ja. Und, es ist wirklich sehr süß vertont auch, hat uns riesen Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall zu dem passenden Video vorbei, da erzähle ich euch natürlich mehr zum Inhalt. Und dann ist letztes Jahr der vierte und finale Band von Noelle und Noelle bei mir eingezogen. Und ja, ich habe ihn jetzt vor kurzem erst gelesen, bin mega happy darüber. Und ja, es suppt daher auch nicht mehr bei mir rum. Letztes Jahr ist bei mir eingezogen der sechste Band. Ist das der sechste Band? Ja, der sechste Band von der Peter Trant-Reihe, nämlich der Galgen von T-Burn. Und das ist so eine Crime-Fantasy-Reihe, kann man das so nennen. Und ja, ich lese diese Bücher ja immer nur so Oktober rum. Oktober, November rum und deswegen wird es auf jeden Fall dieses Jahr noch gelesen. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, Band 5 oder so gelesen gehabt, deswegen ist Band 6 noch ungelesen, aber ja, wie gesagt, wird dieses Jahr auf jeden Fall noch gelesen. Also haben wir schon mal eins nicht gelesen und zwei dafür schon gelesen, beziehungsweise gelesen und gehört. Dann ist letztes Jahr bei mir The Brightest Stars Attracted, der erste Band von der Kyle and Karina Trilogie von der Anna Todd, ist natürlich schon gelesen, habe ich geliebt. Und ja, wie sollte es anders sein, ist natürlich auch der zweite Band. Vom Verlag habe ich den aber als Hörbuch zugestellt bekommen gehabt, zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich mir natürlich schon gehört. Und musste natürlich nochmal das Buch bei mir einziehen, nämlich Connected. Und ja, und leider, leider, leider kommt dieses Jahr nicht der dritte Band raus, wie er hofft, sondern erst nächstes Jahr. Es wurde nochmal verschoben. Und ja, so muss ich natürlich jetzt noch ein Jahr warten, bis ich diese Reihe beenden kann. Aber ich habe Band 1 und 2 schon gelesen. Beziehungsweise Band 2 hatte ich ja gehört, weil ich es ja als Hörbuch habe, habe ich immer noch. Aber ich wollte auch unbedingt noch das passende Büchlein dazu haben, weil ich ja den ersten schon als Buch hatte. Und ja, so musste natürlich Band 2 auch als Buch bei mir einziehen. So habe ich jetzt schon mal 3 Bücher und ein Hörbuch runter von meinem Sub. Dann ist letztes Jahr Calendar Girl Band 2 bei mir eingezogen, April, Mai und Juni. Ja, der wird natürlich demnächst auch gelesen, da ich ja Band 1 lesen werde. Und ja, deswegen wird er jetzt auch nicht mehr allzu lange bei mir rumsuppen. Und ja, dann ist letztes Jahr
Der dritte Band von der Jahrhundertsaga. Ja, Jahrhundertsaga von Ken Follett bei mir eingezogen. Kinder der Freiheit. Und ja, der ist natürlich noch ungelesen, da ich eigentlich mal den zweiten lesen müsste. Und ja, aber da mache ich mir jetzt auch nicht irgendwie so Druck. Letztes Jahr ist auch noch von Ken Follett bei mir eingezogen. Das Fundament der Ewigkeit, der dritte Band der Kingsbridge-Saga, ist natürlich schon gelesen und ich dachte eigentlich, mit dem dritten Band sei diese Kingsbridge-Saga beendet. Aber Pustekuchen, paar Tage später kam der vierte Band raus und ja, den vierten Band will ich natürlich dieses Jahr noch lesen, damit ich diese Reihe als beendet ansehen kann. Und ja, Sturz der Titanen, der erste Band der Jahrhundertsaga, ist auch letztes Jahr bei mir eingezogen. Den habe ich aber schon gelesen und somit suppt der auch nicht mehr bei mir rum. Jetzt muss ich kurz gucken. Dann ist letztes Jahr noch ein Rezi-Hörbuch bei mir eingezogen, nämlich das kleine Hörbuch vom bewussten Leben, einfache Schritte zu mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freiheit von Daniela Hoffmann gelesen. Sie ist auch gleichzeitig die deutsche Synchronstimme von Julia Roberts und Ellie McBeal. Und ja, ich finde diese kleinen Hörbücher, die sind immer so süß und man kann abschalten und ja, man wird sich auch noch mal so alles bewusst. Und ich kann euch diese kleinen Hörbücher wirklich nur empfehlen. Das gibt es natürlich auch als Buch zum Lesen und das sind aber so kleine dünne Büchlein. Und ja. Also mir macht es immer sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich finde die richtig süß auch gemacht. Es ist natürlich wieder bei jedem so ein Hörbuch von diesen kleinen Hörbüchern. Ist eine Einführung drin. Dann natürlich, was man so machen kann. Erneuern, wertschätzen und sowas. Also ja, das sind auch so kleine Tipps und Tricks dabei, wie man das Ganze sozusagen in Angriff nehmen kann. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und ist auch sehr gut vertont, da ich die deutsche Synchronstimme von Julia Roberts sehr mag. Ist natürlich Geschmackssache. Und ja, dann ist letztes Jahr habe ich auch ein Buch gewonnen gehabt, nämlich All Saints High von Elliot Shen. Und das ist der erste Band All Saints High-Reihe. Sie heißt wirklich so. Steht zumindest hier drüber. Und ja, die wird natürlich auch bald mal gelesen werden mit der lieben Bettina zusammen. Das haben wir uns schon fest vorgenommen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich da so erwarten wird. Es soll auf jeden Fall, muss man vorher die Sinners of Saints-Reihe gelesen haben, um diese Reihe lesen zu können, weil man sich sonst spoilern würde. Und es gibt aber dazwischen irgendwie noch ein Zwischenband als E-Book. Und den gibt es aber wirklich nur als E-Book und nicht als Print. Und den muss man auch irgendwie noch vorher dazwischen gelesen haben, damit man das Ganze besser versteht. Wenn es so weit ist, werde ich euch definitiv noch mal genaueres dazu sagen. Aber es ist noch ungelesen und ich habe es aber fest mit der Bettina vor zu lesen. Und zu guter Letzt ist noch Careless, der dritte Band der, wie auch immer Reihe sie heißt, bei mir eingezogen, die Touchless-Trilogie. Genau, Touchless-Trilogie. Und der erste heißt Touchless, der zweite heißt Fortless und der dritte heißt Careless. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, habe natürlich noch keinen einzigen Band davon gelesen. Und aber hier geht es irgendwie um eine Rockband. Und ja, das hört sich doch schon mal sehr verlockend an. Und ja, ich glaube, ich sollte echt mal meine ganzen Rockbands-Bücher lesen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und bin schon sehr gespannt. Ja, von meinen 13 Sachen, die sozusagen letztes Jahr bei mir eingezogen sind, sind nur 1, 2, 3, 4, doch,
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, sind fünf noch ungelesen. Ach ja, und letztes Jahr ist noch bei mir City of Heavenly Fire, also der sechste Band der Chroniken der Unterwelt, eingezogen. Den habe ich natürlich schon gelesen und die Reihe somit beendet. Der ist nur, ja, aus organisatorischen Gründen oben auf dem Dachboden, wo ich natürlich schon ein paar Bücher, die ich natürlich schon gelesen habe und ja, jetzt nicht wirklich so schnell wie möglich nochmal lesen werde. Die habe ich natürlich oben auf dem Dachboden gelagert, damit ich ja hier noch ein bisschen Platz habe, obwohl es da auch schon wieder sehr kritisch wird, da ich auch schon wieder rumstapeln muss. Und ja, da muss demnächst auch wieder bald was auf dem Dachboden aufziehen. Weil hier unten, falls ihr das sehen könnt, hier unten ist auch alles dreireihig hintereinander, alles voll, hier auch. Und also es ist wirklich so gut wie kein Platz mehr in meiner gelesenen Ecke. Und ja, ich sortiere natürlich nach dem Lesen halt immer aus. Lese ich es nochmal, war es so gut oder kann das eher ausziehen? Und ja, zur Zeit hatte ich halt. Ja, so das Gefühl, als hätte ich gefühlt jedes Buch behalten, obwohl ich schon so zwei, drei Bücher schon aussortiert habe am Ende des Monats. Aber ja, es sind dann doch mehr, die geblieben sind gewesen. Wenn man überlegt, hier oben habe ich natürlich auch schon sehr, sehr, sehr hoch gestapelt und ja, weil einfach kein Platz ist, muss ich schon mehrere Reihen übereinander stapeln. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie mir die sechs ungelesenen Bücher natürlich noch gefallen werden und ja, wann ich dazu greifen werde. Zwei stehen ja schon mal fest. Diese zwei werden dieses Jahr auf jeden Fall noch gelesen. Und ja, bei den restlichen müsste ich natürlich erstmal die Vorgänger lesen, um es lesen zu können. Und ja, das ist auch schon reserviert für Bettina und mich, weil wir das zusammen lesen wollen. Und ja, da brauche ich mir also keine Gedanken machen. Es sind halt nur, ja, bei der Jahrhundertsaga muss ich halt erstmal den zweiten lesen, damit ich den dritten lesen kann. Und bei der Touchless-Trilogie weiß ich halt überhaupt noch nicht, wann ich die anfangen werde, da ich jetzt erstmal in letzter Zeit wieder so viel angefangen habe, dass ich erstmal auch wieder beenden muss. Ja. Wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall alle genannten Titel unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!